Können Sie futtern, wie es mir jeden Tag im Auto geht? Ja? Jedes Verkehrsschild wird von mir weiträumig umfahren. Die rote Ampel. Ja. Ich fahre nicht über rote Ampel. Nein. Was ist hier los? Ruhe. Ich glaube, für Robert ist es heute der letzte Tag auf der Alpha Omega-Stunden-Tour. So. Okay, aktuelle CD. Sieht so aus, seit Freitag im Handel erhältlich. Genau. Es ist alles drauf, was das Sammlerherz begehrt. Genau, also es ist ja ein Best-of-Album, mein allererstes Best-of-Album. Ja. Ich kann sagen, dass ich da schon sehr stolz drauf bin. Ja. Ich weiß nicht, bis jetzt kennen wir das ja auch nur von den ganz großen Stars. Und jetzt habe ich mein erstes eigenes Best-of-Album. Und das haben wir natürlich heute auch mitgebracht. Alle Songs, die hier auf der Bühne gesungen werden, sind natürlich auch auf dieser CD enthalten. Und Jens, alles gut? Und wir haben eine CD mitgebracht. Da sind zwei CDs drauf und dann gibt es ja noch eine dicke Box, die du da in der Hand hältst. Weiß nicht, ob du die schon gezeigt hast. Genau, hast du noch nicht. Genau, das ist eine ganz dicke Box. Da sind zwei CDs mit drin und eine DVD. Und viele Fans haben mich ja in den 10 Jahren gefragt, hey, wann gibt es denn endlich mal eine DVD von dir? Wann gibt es eine DVD von dir? Jetzt gibt es eine DVD. Wunderbar. Fast eine Stunde. Genau. Laufzeit. Das heißt, die läuft mal länger. Also wenn sie auf Repeat einstellen, läuft die auch 24 Stunden. Ja, aber Originallaufzeit ist 54 Minuten und 14 Sekunden. Ja, genau. Da sind halt verschiedene Musikvideoclips drauf, so Making-ofs, wo man halt mal hinter die Kulissen schauen kann. Ich gebe auch einen ganz kurzen Einblick ins Tonstudio. Schön. Dann habe ich auch ein Interview mit meiner Band geführt. Wo ist das Tonstudio? Das Tonstudio ist in Köln. In Köln. In Köln, genau. Und eine Bildergalerie ist auch mit drauf. Also viele verschiedene Sachen. Ja, denke ich mal für jeden was dabei. Insgesamt 40 Titel, Mixe, also Hitmix, ne, für den Sommer, der jetzt kommt, oder für die Faschingsparty, aber überhaupt für alle Tanzpartys. Genau, und das sind ja nicht nur alle veröffentlichten Songs drauf, sondern ganz unveröffentlichte Songs. Mhm. Zum Beispiel Abenteuer haben wir neu aufgenommen, dann Du und ich, der Song. Dann gibt es auch eine sehr schöne Ballade. Und wir haben auch den Titel Sommergefühl auch komplett neu produziert und neu eingesungen. Zweimal sogar, in zwei verschiedenen Versionen. Genau. Einmal mit, wie sagt man, mit Schmackes. Ist das so? Das ist halt ein Remix, genau, wo man halt so ein bisschen dazu tanzen kann. Genau, so ist es. Und dann nochmal eine Variante, die wir gleich noch hören werden, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Also diese beiden Sachen sind erhältlich. Was ist? Mit Schmackes heißt es. Diese beiden Varianten haben wir da. Verkauft der EAL 9,99 und 14,99. Genau. Dazu gibt es noch ein Poster, relativ großes. Und Aufkleber hast du auch mit. Es gibt sogar Aufkleber, Autogramme gibt es so oder so, auch ohne CD. Und Fotos kann man. Und Fotos kann man auch. Und dann haben wir natürlich auch noch Flyer mitgebracht. Wir haben Flyer mitgebracht. Wunderschöne Flyer haben wir mitgebracht. Sehr schöne Flyer. Und zwar extra Flyer aus Leipzig. Extra aus Leipzig haben wir die mitgebracht, genau. Die Flyer. Und diese wunderschönen Flyer, die werden wir Ihnen auch gleich. Also man muss dazu sagen, es ist wahrscheinlich überhaupt. Überhaupt, ja, die wir jemals gemacht haben. Wir haben noch nie eine Autogrammstunde. Robert ist ganz überrascht. Robert, gib mal einfach so einen Flyer, das reicht mir. Ja, danke. Tja, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja, schade, ne? Ja, Robert kann gleich in Magdeburg bleiben. Der Robert kommt. Wir haben ja Robert schon gekürt, was das für uns ist. Wollen wir das voran? Ja, kann man doch. Es liegt in seinem Ermessen. So, wir verraten es vielleicht. So, jetzt haben wir diesen Flyer. Da haben wir zum einen oben drauf den Fanshop, den Hinweis dazu. Genau, seit einer Woche gibt es den Franziska Fanshop, wo es T-Shirts gibt, Tassen, Kissenbezüge, alles Mögliche. Und nee, noch nicht. Gibt's kommt auch noch. Genau, auch nochmal eine Marktlücke, ne? Ach, vielleicht. Jedenfalls findet man ihn auf meiner Homepage. Wunderbar. Und wenn man dann haben wir eine Information für den 23.09. Genau, da gibt es mein großes Konzert zum 10-jährigen Jubiläum in Freiburg an der Unstrut. Das ist ja meine Heimat, wo ich herkomme. Und dieses Konzert findet in der Rotkäppchen-Sektkellerei statt. Ja, genau. Warst du da schon mal? Ja, da war ich schon. Bist du Stammgast? Nee, das nicht, aber ich war da schon öfters, ja, auch für Konzerte. Trinkst du gern Rotkäppchen? Ja, okay. Also das große Konzert und Robert, der tut hier die Kabel kurbeln. Das ist ja unfassbar. Da denkst du, jetzt kommen dir gleich noch die Rolling Stones. So viel Kabel rollt er aus. Okay, 23.09. Wer wird alles dabei sein? Der Gigi Anderson ist dabei, die Nadine Fabiel, mit der ich ja auch im Dezember hier schon war. Mhm. Und einen Komiker haben wir eingeladen, der Überraschungsgast aus der ARD. Aus der ARD? Genau, Überraschungsgast. Ich vermute Jan Hofer von der Tagesschau. Kommt. Ich sag's immer so, er hat was mit 10 Jahren Franziska auch zu tun. Okay. Magst du alle dieses nicht?
Der kommt vom MDR. So, mit Silbereisen? Nee. Auch nicht? Bleibt doch, das war einer übrig. Wer ist es? Verrat. Ich verrate es nicht. Verletzt sich? Nein. Hat er eine neue Freundin? Ja. Eine Blonde? Ja. Okay, alles klar. Waren bis jetzt immer alle blond. Ja? Ja. Lass uns lieber hier einen Haken dran machen. Auf alle Fälle, er wird da sein. Überraschungsgast, wir freuen uns sehr drauf. Kann man die Karten schon kaufen? Ja, die Karten gibt es schon überall zu kaufen. Okay. Steht alles, alle Infos stehen auf dem Flyer. Flyer mitnehmen und dann könnt ihr nichts verpassen. Wir kommen jetzt zu einem Titel, der dir 2007 sozusagen die Türen geöffnet hat. Für viele tolle Fernsehsendungen, für Preise. Du hast einige Preise dafür bekommen. Und man mag es gar nicht glauben, aber der Titel ist wirklich 10 Jahre alt. Genau, und den habe ich jetzt mitgebracht. Das Album heißt ja 10 Jahre Sommergefühl, ein Abenteuer. Und ich sehe ja schon, ihr habt alle noch die dicken Jacken an. Es ist ja draußen auch ganz schön kalt. Schal ist auch mit rum, Mützen, einige. Aber ich würde sagen, das lassen wir in Magdeburg, obwohl wir Januar haben, trotzdem mal so ein Sommergefühl auskommen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich diesen Titel jetzt gemeinsam mit mir singen. Also, seid ihr dabei? Kannst du losgehen?